So, servus, grüßt euch miteinander. Wir machen ein kleines Quick-Tutorial, einen kleinen Quick-Tipp zum Thema Anmeldung und Livery-Tool-Nutzung. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Falls nicht, gerne mal bei uns auf der Website schauen. Hier im Bereich Sprint Cup, Fahrerlager, da findet ihr alle Infos. Zum Beispiel Hello Season 5 jetzt, die uns bevorsteht. Selbe gilt natürlich für den Endo Cup, könnt ihr dann genauso mal reinstöbern. Oder im Bereich Infos, wichtige Infos, findet ihr auch ein paar Infos. Da gehe ich aber gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ja, ihr habt es mitbekommen. Wir haben eine Kooperation oder sind eine Kooperation mit der LFM eingegangen. Einfach deshalb, weil uns unglaublich viele Vorteile dadurch geboten werden. Das Know-how, die Performance der LFM, die das ja seit Jahren ja betreiben und auch entsprechend stetig ausbauen, das kommt uns jetzt zugute. Wir dürfen das oder können das nutzen. Und es ist eine kleine Win-Win-Situation und Win-Win-Geschichte, was ja immer eigentlich das Perfekteste in so einer Angelegenheit, auch im Geschäftsleben letztlich ist. Wir wollen euch heute zeigen, wie ihr künftig das LFM-Liga-Management-System oder die Anmeldung bei der LFM nutzen könnt, wie ihr Liveries hochladen könnt und wie ihr euch zum Beispiel für Serien oder Events eben registrieren könnt. Ja, dann schießen wir direkt los. Wie ihr euch vorstellen könnt, bislang war es eben die Website von RaceApp. Jetzt ist es dann künftig eben für Anmeldungen die Website von LFM. Das heißt, ihr geht auf die Website unter lowfuelmotorsport.com. Die meisten von euch werden es eh schon können. Und dort ist eigentlich nur eines notwendig. Ihr müsst euch entsprechend anmelden mit eurem Steam-Account. Da steht hier oben irgendwo was dann von Login. Ich bin jetzt schon eingeloggt. Da dann entsprechend mit dem Steam-Account einloggen und dann seid ihr eigentlich schon bei der LFM angemeldet. Ihr braucht, um für hohe Serien oder Events an den Start zu gehen, keine LFM-Lizenz. Es gelten nach wie vor unsere Regeln, unser Reglement, unsere Anforderungen, sprich jetzt in der Form, dass ihr hohe Driver's License braucht, aber ihr braucht keine LFM-Lizenz, um euch bei uns entsprechend zu registrieren. Um jetzt dann euch entsprechend für ein Event anzumelden oder für Serie anzumelden, sei es jetzt der Sprint Cup oder auch der Endo Cup, könnt ihr entweder im Discord bei uns entsprechend dem Link folgen, dann kommt ihr direkt in dem jeweiligen Event raus. Wenn ihr das nicht möchtet, findet ihr die Events entsprechend unter Events und dann im Bereich Hosted Events und da sind dann entsprechend die Events aufgelistet, die in Kooperation mit der LFM eben stattfinden. In unserem Fall jetzt zeige ich euch anhand des Beispiels von unserem NOS-Event, das jetzt am 20. Juni 2024 stattfindet. Und da melden wir uns jetzt einfach mal dafür an. Ganz, ganz einfach. Einfacher geht es tatsächlich fast schon immer. Ihr geht hier einfach nur auf Sign Up. Dann gebt ihr euer Booking-Passwort ein. Das findet ihr jetzt für die Sprint- und Endo-Cup-Serien entsprechend bei uns im Discord in dem Bereich Zugang Sprint Cup und Zugang Endo Cup. Jetzt fürs NOS-Event ist sogar im GT3-Liga-Bereich öffentlich oder im Event, sogar im Discord-Event veröffentlicht. Da gebt einfach mal das Passwort ein. Das ist jetzt in unserem Fall kein Geheimnis. Howe NOS e.V. Dann wählt ihr euren Vor- und Nachnamen. Der wird sowieso übernommen schon aus eurem Account, den ihr angelegt habt. Entsprechend auch euer Shortcode mit den drei Buchstaben, die immer schön oben rechts in der Windschutzscheibe auftauchen bei euch am Fahrzeug. In meinem Fall ist das auch schon vorgegeben im Account. Dann geht ihr entsprechend ins Auto, das ihr fahren möchtet und wählt das entsprechend aus. In unserem Fall, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir den Porsche so ein bisschen in den Rücken gekehrt und wenden uns für die Season 5 und auch eben jetzt schon für das NOS-Rennen dem BMW M4 GT3 zu, dann entsprechend die Fahrzeugnummer auswählen und das war's. Achtet bitte unbedingt drauf, und das ist schon seit Season 1 bei uns üblich, das steht auch so im Reglement, verwendet bitte Echtnamen. Die dürfen gern fiktiv sein, wenn ihr jetzt euren Echtnamen nicht unbedingt preisgeben wollt, aber macht's bitte vernünftig und nicht Barack Obama, Max Verstappen,
oder keine Ahnung, also irgendwelche ja, Fantasiegeschichten, die hier komisch klingen. Wir möchten einen vernünftigen Stream zeigen und entsprechend sollte es auch da bitte so rüber kommen. Verzichtet bitte auch unbedingt auf irgendwelche Kürzelverlängerungen wie VGR, GRK, GES, GSE, keine Ahnung was. Also lasst es bitte bleiben, einfach euren Echtnamen eingeben im Idealfall oder wenn ihr eben halt ein bisschen anonymer bleiben wollt, dann halt den fiktiven Echtnamen draus. Ja, dann einfach nur auf dieses Speichern-Symbol und dann seht ihr hier schon ein bisschen schwer erkennbar mit schwarzer Schrift auf dunkelgrauem Grund, aber ich glaube, ihr könnt es entziffern. You are now registered for this event. Und damit sind wir dann eigentlich schon dabei. Ihr habt auch die Möglichkeit im Vorfeld, ne, bevor ihr euch registriert, natürlich über Details, euch dann entsprechend schon mal über das Event zu informieren. Müsst dazu also nicht angemeldet sein, um einfach schon mal zu sehen, passt mir das überhaupt? Ist das ja, in meiner Geschmacksrichtung unterwegs? Ne? Also da ist so dieser kurze Zusammenriss. Ihr seht dann auch Races. Bei uns ist jetzt halt fürs NOS-Event natürlich nur eine Strecke eingegeben. Wäre das jetzt die der Sprint Cup zum Beispiel, dann wären eben 9, 10, 11, 12 Strecken, je nachdem wie viel wir halt erfahren in der Saison, mit den jeweiligen Strecken, mit den jeweiligen Ingame-Startzeiten, mit den jeweiligen Real-Life-Startzeiten und entsprechend auch schon, das ist jetzt hier noch nicht aktualisiert, mit den Wettervoreinstellungen. Wir fahren mit Real-Life-Wetter im Sprint und Endo Cup. Von dem her habt ihr auch hier die Möglichkeit, dann zum Beispiel mal auf dieses Real-Life-Wetter drauf zu klicken und dann so einen kleinen Wetterbericht schon mal anzuschauen, wie der so die nächsten Tage ausschauen würde. Na, dann habt ihr da also schon mal die Möglichkeit reinzustöbern und euch so ein bisschen drauf vorzubereiten. Gut, wenn ihr das gemacht habt, habt ihr im Bereich Drivers, seht ihr dann schon mal, welche Fahrer mit am Start sind. Und genau, das war es eigentlich jetzt mal mit der Registrierung. Ihr habt natürlich jetzt die Möglichkeit, dank dieser Zusammenarbeit mit der LFM auch das Livery-Tool der LFM zu nutzen und das Ganze tatsächlich für Hove-exklusive Events, also sprich Sprint Cup, Endo Cup, Events, die von Hove ausgerichtet waren, kostenlos. Also euch entstehen da keine Kosten. Natürlich ist es so, wenn ihr jetzt weiterhin bei der LFM-Rennen fahren wollt und wollt da dann mit eurer Livery fahren, dann müsst ihr Patreon sein, um das entsprechend auch nutzen zu können. Für Hove-exklusive Events ist es kostenfrei für euch. Das Livery-Tool selber könnt ihr entsprechend hier runterladen in ACC Livery-Tool, Download Client Tool Now for Free. Und da findet ihr dann entsprechend diese Download-Datei. Ihr werdet aber auch demnächst bei uns auf der Website entsprechend ja, ein bisschen was zu dem Thema überhaupt finden. Was sind die riesigen Vorteile für uns, für euch als Fahrer in Zusammenarbeit mit der LFM? Da werdet ihr einiges finden, unter anderem dann eben halt auch die Verlinkung zum LFM-Tool und ja, viele, viele andere wissenswerte Neuigkeiten dazu. Aber jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, wie ihr euer Livery entsprechend einreichen könnt. Ganz easy, ebenfalls ganz easy. Dazu geht ihr einfach hier auf Manage Registration und dann auf den Bereich Upload. Ihr seht schon, ich habe schon ein paar hochgeladen. Einfach um das mal auszutesten, ist für uns auch Neuland tatsächlich. Für euch wichtig, wie gesagt, Upload Event Livery und da könnt ihr dann entsprechend loslegen. Einmal einen Livery-Namen eingeben. Den könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Ich habe das eben einfach mit dem Fahrzeugnamen mal oder mit dem Fahrzeug gemacht und habe dann den Namen dazu eingetragen, damit wir da ein bisschen Übersicht haben. Aber das bleibt völlig euch überlassen, sodass ihr das einfach zuordnen könnt. Das Auto entsprechend auswählen, für welches ihr die Livery hochladet. Dann könnt ihr auswählen, ob es eine persönliche Livery ist oder ob es eine Team-Livery sein soll. Das entsprechend auswählen. In meinem Fall ist jetzt Personal Livery. Dann haben wir den Screenshot entsprechend. Ich habe hier schon mal was angelegt, mir so einen kleinen Ordner zusammengestellt. Hier ist wichtig, unten seht ihr jetzt im ersten Moment, dass nur PNG-Image-Files mal ausgewählt sind, standardmäßig. Hier einfach draufklicken, alle Dateien anzeigen und dann könnt ihr im Endeffekt euer
Livery, wenn das jetzt nicht als PNG habt, sondern als JPEG-Datei, wie in meinem Fall, dann tauchen die auch hier auf und klickt einfach doppelt drauf und dann habt ihr im Endeffekt so einen kleinen, also jetzt nicht als Bild, aber als Textform zumindest, was ihr reingeladen habt. Nächster Schritt wird dann die CastJSON. Diese einzelnen Dateien, wo ihr die findet, ich glaube, das sollte jedem klar sein, der sich so ein bisschen mit Liveries auskennt. Ich zeige es euch ganz kurz trotzdem nochmal. Dokumente, Assetto Corsa, Competizione, Customs und dann entsprechend für die CastJSON-File in den Ordner Cars. Und dort findet ihr dann entsprechend die JSON-Files, die geschrieben wurden, wie ihr das Auto in-game angelegt habt. Genau, die brauchen wir also jetzt. Das ist in meinem Fall eben die hier. Habe ich entsprechend auch so benannt, dass ich es halt zuordnen kann. Und jetzt ist wichtig, wenn ihr natürlich Lackierungen habt, dann habt ihr entsprechend PNG-Files. Und die müssen wir jetzt natürlich auch irgendwo hochladen, damit das dann auch entsprechend dargestellt wird. Und dafür klickt ihr einfach hier in den Bereich Livery Uses Decals Files, wenn ihr Decals Files nutzt. Und Livery Uses Sponsors Files. Wir nutzen beides, von dem her muss ich auch beides hochladen. Und dann gehen wir auch hier einfach der Reihe nach durch. Das ist wirklich selbsterklärend und sollte für jeden problemlos möglich sein. Also, Decals JSON einmal reingezogen, Decals PNG einmal reingezogen, Decals 0 DDS einmal reingezogen, Decals 1 DDS auch einmal reingezogen. Dasselbe zu den DDS-Files erzähle ich euch gleich was. Dasselbe machen wir für die Sponsors. Einmal die Sponsors JSON, die Sponsors PNG, die Sponsors 0 und einmal die Sponsors 1 DDS und dann haben wir es eigentlich schon fertig ausgewählt. Ja, zu den DDS-Files ist zu sagen, die 0 DDS-Files, also sprich Sponsors 0 DDS, wird in dem Moment geschrieben, wo ihr in-game a Livery angelegt habt und die entsprechend aufruft in-game. In dem Moment, wo ihr auf die Strecke joint, wird die Sponsors 1 DDS und auch die Decals 1 DDS entsprechend geschrieben. Das heißt, wenn ihr bei euch in eurem Ordner die Sponsors und die Decals 1 DDS File noch nicht vorliegen habt, dann einmal das Auto auswählen, entweder im Singleplayer oder im Multiplayer Modus auf irgendeinen Server joinen, dann wird automatisch von ACC die Decals und Sponsors 1 DDS File geschrieben. Die brauchen wir hier und dann sparen wir uns auch dieses ganze Lagging in dem Moment, wo jemand auf den Server joint. Wenn ihr das alles ausgewählt habt, entsprechend auch einen Namen vergeben habt und dergleichen, dann bestätigt hier bitte, dass ihr das Recht habt, die Livery zu nutzen, dass ihr sämtliche Bildrechte habt und nicht gegen irgendwas verstoßt, was sittenwidrig oder dergleichen ist. Also hier einmal diesen Befehl hier auswählen und dann unten auf Speichern klicken. Ich mache das jetzt nicht, sonst habe ich dann die vierte Livery, dann wird es langsam unübersichtlich. Wie gesagt, ich habe meine Livery schon angelegt, hier auf Speichern klicken. Dann dauert es ein bisschen, das Drähtchen dreht sich und dreht sich und dreht sich und irgendwann ist dann die Livery fertig, kommt dann hier bei uns entsprechend an. Wir prüfen die und geben die dann frei. In dem Moment, wo sie freigegeben sind, tauchen die dann entsprechend hier hinter den Fahrern. In unserem Fall jetzt zum Beispiel beim Jeff Everts entsprechend auf oder dann halt auch beim René Brey. Ja, ich glaube, jetzt brauche ich nicht jedes einzelne durchgehen. Meine, die ich hochgeladen habe, sieht dann eben halt so aus und wird halt hier mit einem Klick auf das Bildchen ein bisschen vergrößert dargestellt. Das war's im Großen und Ganzen zum Registrieren und auch zum Livery Upload. Wie gesagt, das Tool könnt ihr entsprechend hier oben über die LFM-Seite hochladen oder bei uns. Ich lege euch wirklich ans Herz, auch wenn wir ganz, ganz viel oder mittlerweile fast das meiste über Discord kommunizieren, schaut ab und zu auf unserer Seite vorbei. Wir kündigen auch News im Discord an, gar keine Frage. Aber wie gesagt, vorbeischauen, das lohnt sich immer mal. Einfach weil wir hier jetzt zum Beispiel in dem Bereich Wichtiges und Infos zum Beispiel Anleitung für einen ACC-Connector, den wir dann ja auch künftig dank der Zusammenarbeit mit der LFM nutzen können. Da findet ihr eben Anleitung dazu, wie dann installiert, wie ihr den dann entsprechend nutzen könnt. Nehmt euch da ein paar Minütchen Zeit und schaut euch das in Ruhe an. Ebenso wird für die Zusammenarbeit mit der LFM auch nochmal so ein kleiner Abriss eben hier veröffentlicht werden,
wo wir einfach so ein paar Fragen und Antworten, die uns immer wieder mal erreichen, gerade eben, was sich jetzt verändert, zum Thema Registrieren, Anmelden und dergleichen. Das werden wir dann hier entsprechend auch veröffentlichen. Wie gesagt, ihr bekommt Bescheid bei uns im Discord, aber könnt hier natürlich, seid herzlich eingeladen, auch bei uns auf der Website einfach mal drüber zu stöbern. Gut, dann haben wir es. Ist aus dem Quick-Tutorial doch ein bisschen ein längeres Tutorial. Also mit Quick war es nicht mehr die Welt. Aber ich denke, wir haben euch einen kleinen Abriss geben können zum Thema Registrierung und der künftigen Nutzung von LFM. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern und wir sehen uns auf der Strecke. Bis dahin, macht's gut. Servus.